Willkommen zurück bei Warhammer Vermintide mit dem Shadowrunner. Hallo. Und dem Coolman. Guten Tag. Und ich habe einen neuen Dolch, wie man sieht. Und wir haben ein paar Sachen gemacht. Zum einen haben wir neue Talente, die wir euch kurz zeigen können. Ich habe zum Beispiel Welt in Flammen. Jeder Gegner in der Nähe erhöht die Kraft um 5% und das ist stapelbar. Ja, und ich habe ein Talent, was jegliche Wunden entfernt und vorübergehende Gesundheit in dauerhaft umwandelt, wenn Monster sterben. Was ganz gut ist, weil ich glaube, unser Markus hat, je nachdem wie der Bot ihn spielt, hat der einen Shout für uns, so einen Gruppenbuff. Und wir machen heute eine Heldentat, und zwar die Heldentat, die Tat des Mutes, in der Mission gegen den Strich, das ist nämlich unsere nächste Mission, erhöht die Häufigkeit des Erscheinens von Horden. Sorgt es dafür, aber es gibt uns halt als Belohnung eine schicke Kiste. Und wir lieben Horn. Ja, und schicke Kisten lieben wir vor allem. Ich hab diesmal einen anderen Hammer. Ist ja der Hammer. Ja. Ja, das sieht bei dir aber eh immer nach Spielzeugsachen aus. Ich hab auch mein Schwert ausgetauscht gegen ein Dolch. Das, ich vermute mal, die Reichweite ist ein bisschen kleiner, aber wird schneller gewirbelt. Und alles geht den Bach runter. Oh, wir werden verschifft, die schrulligen alten Narren. Das klingt nach uns rein. Mein Heroic-Lied, das ich habe, ist noch ein bisschen anders. Da kriegen wir periodisch dauernd Schaden. Das klingt aber nicht angenehm. Ah, guck mal, wir sind in Holland. Ja, ich hatte leider noch keine Heldentat. Das ist wohl Dinger, die man einsammeln kann und dann später machen kann. Da hatte ich noch keinen. Ja. Aber das Spiel. Und das Gute ist, es muss sie ja auch nur einer von uns einsammeln. Für die anderen. Das reicht. Seht doch. Guck mal, hier hinten. Komm, Zwerg. Hey, geht das schon wieder los. Fast. Ah, Brandbombe. Diesmal hab ich sie. So, hier gibt's dann kein Zurück mehr. Ja, Mario, ich glaube, wir müssen das Ding ja gleich benutzen. Nee, hier geht's auch drüber. Ach, da geht's rüber, dann rennen wir hier rüber, ja. Hä? Oh. Ach, da. You've changed your tune, Carillion. So, welche Mühle ist das? Man weiß es nicht. But surely there's more to it. Hier ist noch ein Heiltrank. Ja, wir versuchen tatsächlich hier den Sondertyp irgendwie mal zu. Kommen wir nicht durch. Er ist tot. Die Gegner sind so schwer zu sehen gerade. Wir sollen doch zur Windmühle. Ja, gehen wir zur Windmühle. Während wir hier schnetzeln, können wir ja da schon mal in die generelle Richtung gehen. Na gut. Ah, hier ist ein Giftputzi. Ist weg. Packmaster. Ja. Das ist halt doof, weil wir jetzt nur so wenig Fernkampf haben. Das Problem ist, ich hab dich gerade eben nicht gesehen. Ja, und das Problem ist, dass wir so weit auseinander öfter sind. Das ist unser Hauptproblem. Sated by food and drink, no doubt, while ancestral enemies under the rays. Pathetic. Hier gibt's jede Menge Heiltränke. Und okay, den Stärketrank nehmt ihr beide mal jeweils einen. Also einen von den Heiltränken. Erstaunlicherweise bin ich mal im Moment jemand, der noch am meisten hatte. Hier hinten ist ja. Spaß. Ja.
Gehen wir doch mal ins Haus. Ich glaube, da geht's weiter. We're too late. Tor, but I could use something to clobber. Hier wäre noch der. Hier. Am besten wird jeder eine Tür bewachen, würde ich gerade sagen. Vortragen. Assassin ist hier irgendwo. Ja, ich glaube, hier hinten habe ich gerade irgendwas Special-mäßiges gesehen. Bin aber noch nicht komplett sicher. Ey, hier ist gerade über die Mauer gekommen, ist tot. Sorry für die roten Flecken. Drinnen ging es auch noch hoch, ne? Oder? Hier hinten geht es, glaube ich, weiter zur Mühle, müssen wir ja immer noch. Ich glaube, hier geht's weiter. Echt? Nee, da laufen wir nur gerade wieder zurück. Bei mir geht's weiter. Ja, genau, hier draußen ist ja eine Tür. Ja, nee, hier wäre auch noch eine Tür. Na gut, dann lass mal hinten den Raum einfach, wo wahrscheinlich tolle Sachen zu sehen werden. Ja, dann nehme ich meinen und sammle einen neuen. Hier sind Pfeile. Oh nein, nee. Concentration. Wo bist du? Ah, da. Okay. Er ist weg. Oh, ich sollte auf jeden Fall aufhören zu schießen. Wo geht's denn hier jetzt weiter? Hier über den Wagen. Ah ja. Ich glaube, man merkt, dass wir mehr Horden haben. Nein. Deshalb. Nur so vom Gefühl. Immer schön in Bewegung bleiben. Das ist ja wie mein Fitnesstrainer, mein Person. Hinter uns ist, glaube ich, ein Gift-Typi. Ja, ich glaube, dass Markus ihn aber schon getötet hat. Der läuft da hinten rum. In der Regel ist Markus bei solchen Sachen ja echt gut zu gebrauchen. Ja, sonst nicht, aber dafür schon. Da ist ein besonders großer Typ. Ich hab mal eben kurz meinen Geschwindigkeitstrank genommen. So, ist vorbei. Hier ist ein getarnter Typ, unseren. Der wird wahrscheinlich gleich irgendwann kommen. Ich hab den Schatten gesehen. Ja, ich hab grad, ja. Ist tot. Horde von hinten. Ja. Da, ne, da siehst du, das ist dieser Dings, den Markus macht, dieser Shout. Der dir dann deine. Ich weiß halt nicht, seit wann er das macht. Meinst, ob das ein Talent war oder ob er es seit Anfang an gemacht hat? Ja. Ich würde sagen, da lang. Ja. Ein Sturm herrollt, das war vorhin dieser ganz fiese Typ, der uns da wegkommt. Ja. Nehmen wir meinen Trank der Konzentration. Bombe habe ich auch genutzt. Ja, und immer schön eure Specials benutzen. Ja, Heidnag ist auch weg. Hier sind noch Pot of Strength und irgendwas anderes. Ja, wir kämpfen ja gerade noch, also brauchen wir den nicht. Also,
Also zumindest wir nicht. Wenn du natürlich gerade Stärke brauchst, dann... Oh, ist tot. Und wir haben den Beutewürfel. Super. Also die Anzahl der Horden ist ganz schön erhöht. Ja. Ja, mir ist gerade wieder eingefallen, dass aber gerade für Horden Kunst meine ist hier bei mir. Ultimate viel besser. Sehr gut. Kunst. Was? Kunst? Ja, hier vorne ja, irgendwo lag was. Ja. Ich liebe Kunst. Oh, da hackt jemand auf seinen Tasten rum. Oh, das war die Maus. Entschuldigung. Ja, ist der Blutrauschwäfer durchgegangen. So, zu Holzwurms Obst gerade. Hier ist auch ein Trank und Verband. Ich benutze mal eben meinen Trank. Hier ist Trank und Verbandzeug. Ja, ihr könnt beide zugreifen. Sprich, der Human kann einen Eimer nehmen und das neue einsammeln, bitte. Ja. Done. Und weiter geht's. Hier geht's nicht. Ja, wir müssen hier wahrscheinlich. Ja, hier vorne kannst du überklettern. Der Zwerg hat mich wieder runtergeschmissen. Ist ja eine Frechheit. Hm? Ich war oben und dann auf einmal bist du unter mir durchgeflutscht. Meint ihr, man kann das Schwein töten? Das habe ich glaube ich schon mal gespielt. Ja. Das hatte ich schon mal gemacht, ja. Hier ist Kunst bei mir. Ja, hier sind. Ja, ich habe es gerade nur, weil ich. Ich habe gesehen, dass da was zum Aufnehmen war. Und ich dachte mir, vielleicht ist eine Bombe oder sowas. Aber habt ihr jetzt da, glaube ich, aufgenommen. Nee, ich noch nicht. Jetzt aber, dafür ist immer Zeit. Da ist ein Gifthandel. Ist tot. Da kommt links, ein Wirbel. Raus aus dem lange zu Holz. Da müssen wir uns, okay, glaube ich, den kleinen pumpigen Typen finden, ne? Ja, ich glaube, ich habe den kleinen pummeligen Typen. Wir meinen nicht unseren Zwerg. Ja. Hm? Echt? Nee, aber der Wirbel ist ja auch schon weg. Wir haben ihn, glaube ich, getötet. Alles gut. Dort vorne ist ein Zeichen. West. Ja. Ich finde die Schlüssel für die Scheune. Hab ja, sie. Ich hab einen Schlüssel. Oder. Ja, das mein echt so wäre. Schlüssel verloren? Ja, einfach zum Zeichen. Heiltrank ist weg. Dann war ein Beutewürfel, den habe ich. Gut. Manchmal liegen die Gegner drauf, da muss man noch mal genau die Leichenteile auseinander. Hier vorne geht's hoch über die. Warum nehmen wir nicht eigentlich hier die Leiter? Weil du gesagt hast, dass uns ein Paul spielen. Ja, ich entschuldige mich wieder für meine schmutzige Klinge. Ich habe meinen Hertrank genommen. Denkt jemand, als hätte er Schmerzen. Hier drüben, warte mal, ich war sicherheitshalber mit bei so vielen Horden. Ich glaube, Coolman ist da vorne irgendwo. Ich bin im Feld.
Ja, die sieht man nur echt schlecht. Lass uns mal hier am Ende des Feldes treffen, wo es ein bisschen frei wird. Ey, hier ist ein Schatzgoblin. Ich sehe gerade gar keinen von euch. Ich sehe nur Gegner und Rat. Ja, und der ist auch weg, der Schatzgoblin. Ja, hier am Ende des Feldes. Ja, deshalb eventuell doch wieder auf Fernkampf umgehen, damit man sowas halt mitbekommt. Ja, ich habe doch die ganzen Bögen draufgehauen. Also ich meine, mehr kann ich. Ach so, na gut. Also ich habe versucht, den mit Bögen wegzumachen. Nur entweder hätte ich alleine hinterherlaufen müssen. Ich habe eine Bombe. Komplett. Wartet vielleicht auf mich, das wäre nett. Hier oben ist irgendwo ein Gasfuzzi. Ne, ein MG-Fuzzi, glaube ich sogar. Beides. Muss eben kurz warten, bis. Bald erreicht uns auch noch eine Horde von hinten. Ja. Ist das ein Geschnetzel hier heute? Ja. So, weiter, bitte. Heiter, weiter. Lauf mal vor. Stimmt richtig hier. Personally, I wouldn't object to finding a few. Geh mal durch. Oh, der hat sich ausgeschrien. Free all prisoners in the street. Ja, wird gesagt, alle Gefangenen zurücklassen. Jetzt bin ich runtergeschmissen worden. Das ist ja, Coolman ist eh schon unten. Ah. Ja, ich bin runtergeschmissen worden. Ich bin runtergesprungen. Hier drüben gehen wir jetzt auch. Ah, okay. Das waren ein paar Gefangene. Du wirst freien, das heißt, sollten wir langsam hingehen. Ich muss mich gerade mal heilen. Glaube ich, so ein besonders großer Typi. Hier geht's in die Scheune, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Hier hinten geht's dann wieder. Hier oben liegt noch Verbandszeug.
muss mich gleich auch mal eben selbst einmal verbinden. Hauptsache, es ist mitgenommen. Gift-Typi. Ich glaube, wir müssen hinten die Treppe hoch, um weiterzukommen. Ja. Du meinst generell nach oben kämpfen? Ja. So, und einer noch, jawohl. Und jetzt noch welche im Sägewerk. Noch befreien. Kommt noch geht Horde. Hier aufs Dach von der Scheune? Ja, kann sein, dass... Ach, der klettert. Ich warte einfach oben an der Leiter. Ach, Markus tötet eh schon. Ne, Markus tötet nicht alle. Dann bist du oben an der Leiter. Das ist voll unfair, die klettern nicht nacheinander die Leiter hoch. Was ist jetzt passiert? Weiß ich nicht, warum. Lost connection to the host. Das ist doof. Ja, du bist bei mir gestorben. Kannst du wieder joinen? Idealerweise, wenn wir hier so ein Event haben, wo immer wieder Horden kommen, dann am besten recht schnell. Ja, Mario, versuch einfach im Spiel wieder beizutreten. Ich bleib mal hier hinten an der Leiter, bis er wieder da ist. Geht denn wohl das? Von draußen kommt nichts mehr. Über das Steam Overlay macht die Steam Freundesliste auf, wähl mich aus, Spiel beitreten. Steht Invite to Watch, Manager, Join Game. Weiter hier an der Leiter. Hast du unten auf in der Scheune? Ja, hier in der Scheune ist alles easy. Ah, da ist er wieder. Ah, da ist er auch wieder bei uns. Das ist doch schön. Dann ja, würde ich sagen, geht's runter auf 1, 2, 3. Ladebalken. Gut, ach, dass du das uns gesagt hast. Das hättest du vorher sagen sollen. Bei uns wurdest du als drin angezeigt. Ja, und du hast dich sogar bewegt. Darauf habe ich geachtet. Ich glaube, du wirst durch einen Bot ersetzt. Ah, stimmt. Ach, jetzt steht da auch Bot. Das ist dumm gelaufen. Nö, ist doch gut. Nee, aber weil wir halt wirklich dachten, du seist wieder da, das meinte ich damit. Na komm. Da kommen wir hier irgendwie auf das Seitending drauf. Ja, bin ich auch gerade schon am gucken. Hier ist eine Tür, da kann man reingehen. Hier vorne ist eine Leiter. Ah ja, jetzt bin wir ja, da. Ja, dann komm zu uns. Muss ich auf die Leiter hoch, Hier lang andere Seite. Vielleicht geht auch da, ich weiß es nicht. Also cool, wenn wir auf einer Seite sind. Jetzt zeigt er wieder woanders hin. Ich glaube, Coolman war sogar richtig. Ja. Sägewerk Feuer nutzen ist eine gute Idee. Zeigt das wieder auf die andere Seite. Ich glaube, wir. Ah, hier geht's noch höher. Ne, kommen wir hier nicht her? Nein, wir kamen von oben rein runtergefallen. Das ist schon alles gut. Alles gut. So, Gefangenen sind alle frei. Und wir kommen über die Brücke der Schatten. Oh,
Oh, da kommt echt einiges von dem Team. Ich würde in Bewegung bleiben. Ja, ich hab halt meine Bombe geworfen. Und da vorne ist der Ausgang. Ich glaube, Markus fehlt mal wieder. Nee, gerade fehlt Kummer und meine Wenigkeit. Ja, war doch alles easy, bis auf Verbindungsabbrüche. Aber wenn ich jetzt nicht fürstlich entlohnt werde, dann bin ich aber sauer. Yeah, Level 11. Ja, neue Waffen freigeschaltet. Eine Tat abgeschlossen. Das ist eine Tat. Das hatten wir auch irgendwo mal gesehen, wussten nicht, was es ist. Genau, ja, das war halt, was wir jetzt gemacht hatten, ne? Ja. Ja, gut. Obwohl mein Stab mittlerweile auch nahkampflastig ist, er geht immer noch auf Fern. Ja. Aber dieser Sturmherold, der mit dem ersten hatten wir richtig Probleme, jetzt mit dem zweiten, das ging eigentlich. Guck mal, Jonas, ich habe schon 25 Elite-Einheiten als Gruppe, die tägliche Quest habe ich schon erfüllt. Das ist schön, eine Truhe des Imperators. Was es da alles gab. Ja, einmal mit drei blauen Sachen. Das ist nicht besser. Das werde ich anziehen. Und das wohl auch. Ich habe nämlich jetzt einen Briefbeschwerer. Ja, ich habe glaube ich auch ein Amulett, was besser ist als das, was ich gerade trage. Ja, und ich habe einen schwachen Streitkolben, der aber besser ist als... Ah, nee. Ja, werde ich gleich mal schauen. Halskette, was Besseres bekommen. Ah, eine Tat des Mutes. Mission das Kriegslager. Elite-Einheiten haben doppelte Gesundheit und teilen doppelt Schaden aus. Oh. Und plötzlicher Tod, ein Niederschlag tötet den Spieler sofort. Klingt nicht gut. Welche Schwierigkeit? Habe ich jetzt nicht gelesen. Doch, das ist doch das was. Ja, auf jeden Fall ein paar bessere Sachen haben wir bekommen. Das heißt, ich würde sagen, wir ziehen uns mal wieder nach der Aufnahme um und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann.